Oh, hallo, Detektive. Ich habe euch ja gar nicht gesehen da. Vloggen mit Thomas, da ist ne Katze. Vloggen mit Thomas, da ist das Katzenklo. Warte, ich gebe das. Ich probiere mal das hier. Hui. Ah, fuck. Warum macht denn der Thomas einen dieser besagten Vlogs? Ist doch ein komisches Genre für Tim Turbo. Richtig. Aber ich mach's trotzdem, und zwar aus gutem Grund. Ich habe euch nämlich was zu sagen, das ich vergessen habe, am Ende der letzten Folge zu sagen. Ihr könnt wieder persönliche Videobotschaften von uns an euch gewinnen, und zwar jeder einzelne von euch. Und damit meine ich keinen Copy-Paste-Bullshit, wo wir ein Video haben und einfach die ganze Zeit den Namen ändern, nein, sondern ein spezielles neues Video für jede neue Person. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist den Facebook-Beitrag mit der neuen Folge, den wir gepostet haben, auf Facebook, auf eurem Profil zu teilen. Und zwar veröffentlicht, damit wir auch sehen können, wer es alle gemacht hat. Und jeder, der das dann gemacht hat, kriegt dann eine eigene Videobotschaft. Ja, wir haben das schon mal gemacht, für irgendeine andere Folge, das stimmt. Aber es war ziemlicher Spaß, deswegen machen wir es nochmal. Falls ihr euch was darunter vorstellen wollt, wie diese Videobotschaften ausschauen können, den Link zur Playlist mit den vorigen Videobotschaften findet ihr auch in der Beschreibung. Ja, aber das kann auch nicht der ganze Vlog sein, denn wenn ich eine Sache gelernt habe von Vlogs, ist es, dass man gefälligst sein Haus und seine Reichtümer herzuzeigen hat, damit arme, arme YouTube-Zuseher vor dem Bildschirm sich daran ergötzt, wie gut es einem anderen geht. Wie auch immer das Sinn macht, ich verstehe es auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, hier bitte. Das hier ist mein Sombrero-Ritter. Und hier haben wir meine Überraschungsei-Figur von Elsa aus Frozen. Außerdem bin ich ganz stolz auf das hier. Mein Prinz William und Kate Hochzeitsgedenkteller. Geiler Scheiß, hä? Da trinke ich jeden Tag mein Bier davon. Oh, was? Hier hängt meine Peitsche. Mit der peitsche ich normalerweise Lukas durchs Haus herum. Aber der ist jetzt gerade, sagen wir mal, abwesend, vorübergehend. Hey, schaut's mal. Da ist Fifi der Hund. Ja, das sollte reichen, damit ihr eifersüchtig seid. Also zusammengefasst, Facebook-Beitrag teilen und Videobotschaft gewinnen. Hier sind noch ein paar Links zum Klicken, so zum Beispiel die neueste Folge oder so Zeugs. Und vergesst wie üblich natürlich nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Das hilft uns sehr. Bube bleibt auf der Spur. Ja.